Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur Marktbesprechung am Freitag. Heute, wie immer, in der Extended Version. Zuerst natürlich die Handelsideen. Heute im Euro-Britischen Pfund, britisches Pfund, Austral-Dollar. Und wir blicken mal auf eine schöne Flagge im US-Dollar, Singapur-Dollar. Das die drei Handelsideen für heute. Vorher jedoch, wie immer. Der Risikohinweis, das Ganze bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit auch hier einen schönen guten Morgen an alle, die live zuschauen. Das Ganze verbunden wie ebenfalls jeden Morgen mit der Bitte, wenn jemand einen Wunsch hat, für einen Wunschmarkt. Gerne rein in die Chats. Dafür sind wir hier auf Facebook und auf GoToWebinar vertreten, um gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt mit zu besprechen. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Sendungshinweis, Spezialanalyse zu Indizes Gold. Und wir schauen mal, ob wir es noch schaffen. Auch der Blick ins WTI. Das Ganze mit dem Fokus auch auf den DAX. Wir sehen es im Hintergrund geschrieben. Im DAX brennt die Luft wegen der Corona-Panik. Wir schauen auf den Chart, wir schauen, wo möglicherweise Auffangbereiche sind. Ich habe es hier geschrieben, wo die Bullen lauern könnten. Warum habe ich das geschrieben? Trotz aller Sachen, die hier im Hintergrund passieren. Das ist nicht schön, aber der aktive Trader weiß halt auch, dass es in solchen Märkten auch immer wieder Chancen gibt. Und das ist ja der Grund, weshalb wir hier morgens auch auf die Märkte schauen. Und hier schauen wir rein in die Indizes, wo hier Chancen liegen. Wie schon gesagt, das Ganze direkt im Anschluss an die Marktbesprechung hier um. 9 Uhr. Wir machen weiter mit den Tagesnachrichten für heute. Aus Japan haben wir die Industrieproduktion aus dem Monat Januar bekommen und auch die Einzelhandelsumsätze. Wir sehen es hier an dieser Stelle, grüne Zahlen. Die Industrieproduktion ist stärker angestiegen, als das erwartet wurde, und die Einzelhandelsumsätze sind nicht so stark zurückgegangen, wie es erwartet worden ist. Also zwei doch positive Nachrichten zu diesen Zeiten. Ist das immer wieder etwas Schönes? Was wartet heute? Große! über den Daumen noch am Tag, am Freitag 9.55 Uhr, also kurz vor 10. Da gibt es Arbeitsdaten aus Deutschland. Hier die Veränderung der Arbeitslosigkeit im Februar und natürlich auch die Arbeitslosenquote hier an dieser Stelle. 11 Uhr spricht Bundesbankpräsident Weidmann. Ist immer wieder eine Empfehlung wert, ob es an den Märkten was bewegen kann. Naja, ist eher selten so. Aber es steht halt in der Terminplanung mit drinnen. Deshalb hier. Auch dieser Hinweis. Viel interessanter wird es hier bei einer Rede der Bank of England. Da spricht ein Mitglied der Bank of England, also vom MPC. Das könnte interessant sein für die Währung, für das britische Fund. Und an dieser Stelle darf man nicht vergessen: Wir haben Brexit-Verhandlungen mit der EU. Und gestern ist aus Großbritannien mal ordentlich Power gemacht worden. Die haben nämlich gesagt: Leute, wenn wir uns nicht einigen, dann gehen wir ohne Deal. Punkt. Ja, es ist Politik, es wird Druck aufgebaut, mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Aber das bringt natürlich auch immer wieder das Thema Brexit ohne Handelsstil auf die Agenda und das kann natürlich deutlich Druck bringen auf den Index, auf die Wirtschaft, auf die Währung. Da ist einiges im Feuer am Lodern. Das an dieser Stelle, 14 Uhr, kriegen wir dann aus Deutschland den Verbraucherpreisindex für den Monat Februar und dann am Nachmittag hier aus den USA um 14.30 Uhr die PCI-Kernrate und die Warenhandelsbilanz. Das Ganze hier um 14.30 Uhr. Dann geht es um die gleiche Zeit auch weiter mit wichtigen Dingen und zwar die persönlichen Ausgaben und die sind wirklich wichtig. Hier stehen zwar nur zwei Bullenköpfe dran, aber man muss sich in dieser Situation, wie wir jetzt gerade uns befinden, einmal folgendes, äh, sage ich mal, in Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Wenn wir mal vergleichen, Deutschland ist eine sehr exportstarke Wirtschaft. Das heißt also, Deutschland lebt vom Export. Wenn die Weltwirtschaft Probleme hat mit dem Export, also mit, der, mit dem Wachstum, Deutschland weniger exportiert, dann haben wir in Deutschland einfach ein Problem damit. Das merken wir jetzt auch schon, angefangen auch durch diese ganzen Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA. Jetzt gehen wir mal auf die, auf die USA-Wirtschaft, also auf die US-Wirtschaft rüber. Die USA sind deutlich weniger exportlastig wie wir Deutschen. Aber dafür sind die USA sehr, sehr stark gebunden vom Wachstum an die Binnennachfrage. Also die US-Wirtschaft läuft gut durch gute, sage ich mal, Käufe der Konsumenten. Und wenn die plötzlich anfangen, aufgrund irgendwelcher Sachen weniger Geld auszugeben, dann... Kann das durchaus deutliche Bremsspuren in der US-Wirtschaft hinterlassen? Das heißt, an dieser Stelle sind die persönlichen Ausgaben schon sehr, sehr wichtig. Wobei, das sind jetzt die Ausgaben für den Monat Januar. Viel, viel interessanter wird es dann auch die Entwicklung zu sehen. Warum? Wir haben ja schon gehört, gestern Abend, ich habe gestern Abend nach 22 Uhr nochmal NTV die Nachrichten gehört aus den USA. Da wurde mittlerweile oder wird in den USA auch spekuliert, okay, was gibt es denn hier für Möglichkeiten? Wie können denn beispielsweise die USA reagieren, damit die Wirtschaft weiter in Schuss gehalten wird? Da kommen jetzt plötzlich auch schon wieder Nachrichten oder Spekulationen darauf, dass möglicherweise hier Zinssenkungen ins Haus stehen. Ich meine, noch ist es nicht so weit. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass diese Zinssenkung, sage ich mal, der US-Wirtschaft in dem Moment, wo die Binnenkonjunktur ein Problem hat, nicht so stark unter die Arme greifen wird, wie das in anderen wirtschaftlichen äh, Sag ich mal, Situationen so ist, weil wenn äh, die Konsumenten einfach kein Geld ausgeben, ähm, ja, dann geben sie halt einfach kein Geld aus. Und da kann der Zins noch so niedrig sein, wenn die Leute nicht vor die Tür gehen, wenn Produktionsstopp ist, wenn man nichts kaufen kann, wird auch nichts ausgegeben. Da ist halt dann wirklich die Frage, inwiefern hilft denn ein Kredit von der FED für die Unternehmen oder für wen auch immer, wenn einfach kein Geld ausgegeben wird. Ne? Also, ich meine, ich bin da in Anführungsstrichen natürlich nur der Laie, der das Ganze am Rande sieht, aber die Gedanken gehen gehen wir an dieser Stelle schon so ein bisschen durch den Kopf. Andere Dinge kommen ja bei uns in Europa beziehungsweise in Deutschland zum Fall Corona. Wird halt auch überlegt hier bei uns in Deutschland. Wir haben es gestern in den Nachrichten sehen können, dass man möglicherweise ähm, Konjunkturprogramme auflegt, wie das in 2008 der Fall gewesen ist, als wir diesen starken Einbruch hatten, der auch deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hatte. Da hat man das Thema Kurzarbeit angepackt und das Ganze unterstützt. Und das hat ja geholfen. Wer weiß, was kommt. Also man sieht aber, Coronavirus ist da, Coronavirus beeinflusst eine ganze Menge auf unserer Welt und es bringt natürlich wieder viele Nachrichten und auch viele Kursbewegungen. Und die Spekulationen dieser Kursbewegungen, die bringen dann natürlich immer wieder Handelsmöglichkeiten. Deswegen hier heute die persönlichen Ausgaben auch relativ interessant an dieser Stelle. Was gibt es heute am Nachmittag dann noch? Die Einzelhandelsbestände auch um 14.30 Uhr. Dann kriegen wir um 15.45 Uhr den Chicago Einkaufsmanager Index für den Monat Februar. Das wird interessant. Uni in Michigan bringt die Konsumentenerwartung. Da sind wir wieder auch in dem... Punkt, das ist vom Februar, also das ist relativ aktuell, also das ist der aktuellste Bericht hier. Da könnten durchaus auch schon, äh, sage ich mal, Einflüsse zum Thema Verhalten der Verbraucher im Falle Corona mit reinkommen. Interessant wird das auf alle Fälle. Das um 16 Uhr, 17.15 Uhr gibt es nochmal eine Rede eines MPC-Mitglieds aus Großbritannien und am Abend dann entsprechend wie immer die CFT-Reports, also die COT-Reportings, kommen dann raus, um zu schauen, was die Big Boys hier an dieser Stelle machen. Also das. Zur Tagesnachrichtenplanung an dieser Stelle. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Charts reingehen, wir machen mal kurz die Nachrichten noch komplett durch. Das heißt, wir machen den Wochenrückblick auch mal noch mit. Wobei das, was die Märkte diese Woche bewegt hat, waren weniger diese Nachrichten, die wir hier sehen, die waren zum Teil gar nicht so schlecht. Ähm, aber trotzdem, ähm, das, was die Märkte bewegt hat, war einfach die pure Panik, was durch die Corona... Virusgeschichte hier auf unserer Welt passieren kann. Also, wir sehen es hier: IFO, Geschäftsklimaindex für den Februar, erwartend gestiegen. Fein, das ist eine schöne Geschichte. Mal schauen, wie es weitergeht. Aus den USA, beziehungsweise aus Deutschland, hier das Bruttoinlandsprodukt, da treten wir auf der Stelle. Naja, das war jetzt keine Überraschung. Was eine Überraschung war, ist das, äh, das Conference-Spot Verbrauchervertrauen in den USA. Hier sehen wir schon, Bremsspuren und zwar das gleiche was wir heute äh, vom Philipet bekommen hier an dieser Stelle hier oben äh, die Uni Michigan dass das Verbrauchervertrauen und die Konsumentenerwartung da wurde schon mal befragt diese Woche von einer anderen Stelle und da sehen wir einen Rückgang also was heißt rückgang es ist ein bisschen besser als das was im Vorbericht stand aber die Prognosen die waren höher da merkt man schon ein kleines bisschen Zurückhaltung. Schön ist es dann allerdings am Mittwoch wieder geworden. Hier Verkäufe neue Häuser, die sind angestiegen. Das heißt, sehr, sehr schön zu sehen gewesen. Beim Thema Öl, naja, der Ölpreis ist einfach unter Feuer. Hier die Zahl. Ein Zuwachs von 2 Millionen Barrel ist erwartet worden. Es war nur ein Zuwachs von 0,45, aber ich glaube, das Thema Rohöl ist hier noch nicht durch. Das wird auch massiv beeinflusst durch die Sache mit dem Coronavirus. Da wird einfach weniger Öl gebraucht. Wir haben ja gehört, dass China deutlich weniger Öl benötigt und wenn sich das weltweitlich hier das Ganze auch ausdrückt. Sollte, dann könnten wir durchaus noch tiefere Kurse sehen. Da schauen wir nachher mal in den Chart an dieser Stelle rein. Das Ganze hier gab es am Mittwoch und gestern haben wir dann noch aus den USA den Auftragseingang für langlebige Güter bekommen. Schöne Überraschung hier. 0,2 war die Prognose. Im vorherigen war es ein Zuwachs von 0,1%. Hier haben wir aktuell einen Zuwachs von 0,9%. Schönes Ergebnis. Und dann noch die schwebenden Hausverkäufe hier. Das passt ins Bild, was hier oben auch gewesen ist. Ein Zuwachs hier auch sehr, sehr deutlich. Im Vormonat haben wir hier minus 4,3 gehabt. Jetzt im Plus. Von 5,2 Prozent. Das zeigt uns, dass der Immobiliensektor in den USA doch recht stabil ist. Das werden wir dann auch mit guter Wahrscheinlichkeit lesen, wenn wir uns das nächste Mal das Beechbook hier mit anschauen. Und dann noch die Vorschau der Nachrichten für die nächste Woche. Da gibt es natürlich auch immer ein bisschen was. Wir starten hier am Montag mit Blick auf Deutschland. Da kriegen wir den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland. Wir bekommen äh, den aus Großbritannien und aus den USA. Also nächste Woche mal wieder Einkaufsmanager-Index. Woche. Dienstag geht das weiter. Hier das Ganze auch Einkaufsmanager-Index, diesmal für das verarbeitende Gewerbe. Ja, das Ganze wird also so ein bisschen aufgegliedert aus. Europa bekommen wir nächste Woche den Verbraucherpreisindex. Die EZB wünscht sich ja hier ansteigend raten. Mal schauen, wie es wird. Mittwoch geht es dann weiter mit der Latte an Einkaufsmanager-Indizes. Hier entsprechend aus Großbritannien den Gesamteindex und das Ganze für die Dienstleistungen. Übrigens dann auch aus Großbritannien und das ist wirklich auch eine spannende Geschichte, da müssen wir unbedingt die Währung auch im Blick behalten. MPC-Anhörung vor dem Finanzausschuss, sehr, sehr wichtig, deswegen auch mit drei Bullenköpfen äh, gekennzeichnet. 14.15 Uhr dann am Mittwoch die ADP-Beschäftigungsänderung, 16 Uhr den Einkaufsmanager-Index, den ISM und die Rohöl Lagerbestände, das ist ja Standard am Mittwoch, dass wir die hier kriegen. Und dann, wie immer in der Woche, wo die ADP Beschäftigungsänderungen bekommen, gibt es auch die Non-Farm-Payrolls, die warten dann entsprechend am Freitag auf uns an dieser Stelle. Also hier und heute mal die Nachrichten komplett durch. Danke auch für die guten Morgengrüße hier inzwischen, die auch schön Stück für Stück reinkommen. Und weil ich sehe, es kommen immer mehr Zuschauer hier auch rein. Bitte, wer Fragen hat, rein in die Chats. Wir gehen gerne hier oder ich gehe gerne auf den einen oder anderen Wunschmarkt mit ein. So, jetzt gehen wir aber erstmal auf die Seite der Charts und zwar mit den Währungspaaren Euro britischer Pfund, britischer Pfund Australdollar und US-Dollar, Singapur-Dollar, das ganze hier mit Blick in die auch von der Seite der Handelsideen und das hier starten wir einfach mal durch mit ja, dem Währungspaar US-Dollar, Singapur-Dollar, hoppala, den hatte ich gerade offen, den brauchen wir jetzt mal wieder hier entsprechend in Groß. Also, gucken wir uns das ganze Spiel mal an, was hier passiert. Erstmal auf Tagesbasis. Ich habe es geschrieben im Blogeintrag. Hier sehen wir eine Bullenflagge in der Korrektur des Ganzen. Und das ist das, was wir hier sehen. Schaut es euch an. Wir sind hier unten rausgekommen. Dieses Szenario hier unten, dieses Umkehrszenario, hatten wir übrigens hier auch live in der Sendung besprochen. Da sieht man mal auch wieder, was aus solchen Marktanalysen werden kann. An dieser Stelle, also wie schon gesagt, wir hatten hier unten schön die Umkehrformation. Damals hatten wir besprochen, hier eine leichte Range zwischen dem Low hier unten und und diesem Bereich hier, der Ausbruchsbereich. Und die haben wir es dann gesehen, ein erstes höheres Tief ist entstanden. Dann hat es den Trend gebildet und der hat dann diesen alten Trend rausgenommen und schoss einfach nach oben. Sehr, sehr schön. Die letzte Korrektur flach gewesen. Dann hier schön der starke Anstieg. Jetzt sehen wir eine etwas andere Korrektur. Und zwar läuft die dann doch deutlich tiefer. Der Trend hat sein Hoch bei 140836 gefunden. Seitdem haben wir hier so eine schöne Flagge mit am Laufen. Und was es auch interessant zu sehen gibt hier, wir haben schon mal versucht, nach oben raus zu lupfen. Ja? Das heißt, an dieser Stelle, es ist schon mal der erste Versuch gekommen, über diese Abwärtstrendlinie drüber, oben drauf, die drüber zu gehen. Wir müssen aber, bevor wir uns die Oberseite anschauen, noch die Unterseite anschauen, weil. Diese ganze Geschichte hier ist noch nicht zu Ende. Heißt also, es ist durchaus noch Potenzial für die Unterseite da. Erst einmal hier, der letzte Ausbruchsbereich ist da, zu nennen die 1,39,22. Dieses Level hier in etwa, natürlich, das ist eine Unterstützung. Bricht das weg, gibt es hier drunter noch zwei Anlaufpunkte. Einmal hier dieses kleine untergeordnete Zwischensupportlevel um die 1,38,8 und dann das aktuelle Tief. Dieser Aufwärtsbewegung hier und das haben wir bei 1,38 knapp 5. Die Marker hier an dieser Stelle im US-Dollar, Singapur-Dollar. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal noch auf der kleineren Zeitebene an. Hier entsprechend beispielsweise mal auch im 4-Stunden-Chart. Ich bin auch gefragt worden, warum gucke ich denn immer in den 1-Stunden-Chart und nicht in den 4-Stunden-Chart. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Märkte sich verhalten. Wenn wir sehr, sehr dynamische Märkte haben, macht es halt Sinn eine Zeiteinheit kleiner zu gehen, weil wir die Trendverläufe hier in den etwas größeren Zeiteinheiten noch nicht finden. Aber nichtsdestotrotz, man sieht das Bild natürlich auch sehr, sehr schön hier im 4-Stunden-Chart. Das heißt, das, worauf es ankommt, ist einfach. Ja, wer Charts dann irgendwann sauber lesen kann, dann sind die Zeiteinheiten auch relativ egal. Was wir hier sehen ist, ich skizziere das einfach mal ganz kurz ein. Es wird ja auch durchs, äh, durchs, äh, durchs Signalpaket, hier, also durch das MTON-Signalpaket, äh, wird es ja auch angezeigt. Wir haben ja schön den Markt trendig nach unten laufen. Ja? Und das ist die interessante Geschichte hier. Das ist momentan der korrektive Trend, der hier nach unten läuft. Das hier oben sozusagen die leichte Abwärtstrendlinie, die ist hier verrutscht hier immer so ein kleines bisschen. Die muss natürlich ein bisschen anders gezeichnet werden, aber das sind jetzt hier nur Nuancen. Spielt keine Rolle. Was wichtig ist, ist das, was wir auf dem Tageschart auch schon gesehen haben. Der Markt, der ist hier drüber gelaufen. Wir sind erst einmal nach oben ausgebrochen. Jetzt kommen wir ganz normal zurück. Das ist auch ein Verhalten, was ich für gut befinde. Wir dürfen an dieser Stelle nur eins nicht vergessen, wir sind momentan immer noch in der korrektiven Phase dieses Abwärtstrends. Ja, das ist momentan einfach Fakt. Wir haben hier unten das Support-Level bzw. das Trendtief-Level irgendwo um die Marke von 1,39 hier äh, zu sehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier tatsächlich wieder einen ansteigenden Kurs sehen, das heißt hier runterlaufen, Wohin auch immer, solange wie wir nicht hier unten drunter laufen, machen wir ein höheres Hoch. Und wenn wir dann nach oben streben, dann haben wir jetzt hier erst einmal einen Trend der sich über dieser Abwärtstrendlinie bestätigt und das wäre dann auf alle Fälle mal eine Bestätigung des Ausbruchs, der dann die Chance hat, diesen Abwärtstrend komplett rauszunehmen. Das heißt hier über die 1,40 drüber zu laufen und als nächster Anlaufpunkte hin oben drauf. Wer mich schon eine Weile kennt, wird das wissen. Ich gucke halt auf die Märkte und schaue, wer nach mir auch kaufen kann, so wie es auch ein guter Kaufmann macht. Der guckt zuerst seinen Markt an, der sucht sich zuerst seine Käufer und dann kauft er oder baut er das Produkt und genau so arbeite ich auch in meinem Trading. Das heißt, ich schaue mir womöglich immer an, wer nach mir als Käufer noch in den Markt reinkommen kann. Und da muss man einfach mal überlegen, wenn man hier so einen Abwärtstrend hat, was passiert denn im Trend an diesen Korrekturhochs? Da liegen halt häufig Absicherungsorders. Und wenn Absicherungsorders von short im Markt liegen, dann sind das halt immer Kauforders. Und wenn halt an diesen Stellen diese Kauforders aktiv werden, kann das durchaus Druck in die Märkte bringen. Das heißt, hier können Käufer warten. Und aus diesem Grund wissen wir schon mal, wer nach uns hier aktiv werden kann. Das heißt, gibt es wirklich eine Bestätigung der Umkehr? Ist das nächste Hoch hier, die 1,40, danach hier in Richtung Trendhoch? auf dem Weg zur 148 noch ein kleines Zwischenhoch bei 14042 die Marker hier im kleineren Trend wenn wir uns das Ganze auch mal noch kurz anschauen hier in der Stunde ich will das nur mal zur äh, sage ich mal Ergänzung bringen schaut euch das mal an was ich hier gezeichnet habe deswegen habe ich es händisch eingezeichnet in der Stunde es ist genau das Gleiche wie das, was wir gerade im 4-Stunden-Chart gesehen haben. Ja, Da gibt es keinen Unterschied. Die Lows und Highs sind identisch. Die Wege nach unten sind hier natürlich etwas feiner ersichtlich. Und das ist ja das, was wir hier entsprechend auch brauchen. Und wie schon gesagt, hier das Signal zur Bestätigung kommt, wenn der Markt hier oben drüber läuft, aus der Korrektur nach oben umkehrt. Dann haben wir hier einen, Abwärts-, einen Aufwärtstrend, der nach oben läuft. Und das ist die Bestätigung, die wir hier mit brauchen. Auch. Und das gebe ich gerne zu, wenn der US-Dollar, Singapur-Dollar kein Handelspaar ist, was man jeden Tag immer auf der Uhr hat. Die meisten schauen ja äh, viel, viel zu stark meiner Meinung nach auf den Euro und auf den DAX. Wir haben so viele schöne Handelsmöglichkeiten. Es ist einfach eine Möglichkeit hier im Potbury eine schöne Streuung reinzubringen und deswegen zeige ich hier morgens auch immer mal abseits des Mainstreams die ein oder andere Handelsidee an dieser Stelle. So, das dazu und dann gehen wir zu den Währungen, die etwas bekannter sind und etwas häufiger auch auf dem Schirm sind. Und da starten wir mal durch hier mit dem Währungspaar Britischer Pfund Austral -Dollar. das Ganze gucken wir uns mal eben zuerst im Tageschart an. <laughs> da haben wir nämlich eine schöne Situation hier am Laufen. Wir sehen es hier verortet in diesem Aufwärtstrend. Wenn ich das mal noch ein bisschen enger zusammenzoome, äh, sehen wir auch, dass wir schon, wartet mal, ich, wir gehen mal kurz in die Woche rein, dass wir jetzt schon. In einem sehr, sehr soliden Aufwärtstrend hier sind. Wenn wir mal sehen, schön ansteigende Tiefkurse, schön ansteigende Hochkurse, immer mal Schwankung drinne, Das ist ganz normal. Hier das aktuelle Zwischenhoch, das gucken wir uns auch gleich näher an. Aber wir sehen es hier, wir sind momentan am Zwischenhoch verortet um die 1,97,5. Und wir sehen hier einfach, wenn sich dieser Aufwärtstrend so schön stark fortsetzt, wie er jetzt auch am Laufen ist dann wäre mal der nächste Anlaufbereich zur Oberseite frei. Also hier ist nichts dazwischen, was irgendwie starken Widerstand geben könnte. Das heißt, wenn dieses Level hier rausgenommen wird vom Markt nach oben hin, dann ist mal der Weg in Richtung 2 Australdollar für das britische Pfund frei. Also hier oben 2,055 haben wir hier das hoch in etwa gehabt. Der Weg ist frei, wenn hier die Bullen fliegen lassen. Ob sie es tun, das ist die große Frage. Deswegen hier entsprechend nochmal kurz der Blick in den Tag ist. Schade, wir sehen es. Wir sind in den letzten Tagen immer mal hier oben reingegangen. Ne? Hier am Mittwoch oben rein Abverkauf. Am Donnerstag oben rein stärkerer Abverkauf. Heute oben rein wieder leicht übers Zwischenhoch oder übers aktuelle Hoch drüber bei 19772. Schon wieder Abverkauf. Das ist jetzt halt der Blickpunkt, wo es drauf zu achten gilt. Wie schon gesagt, die Oberseite, die hatte ich beleuchtet. Sobald wir wirklich oben drüber fliegen, ist der Weg sehr, sehr schön. Auf der Oberseite. Gibt es aber einen Abprall und das ist vielleicht für den einen oder anderen Trader interessant, dann wird es spannend, was passiert am Tagestief von gestern? Fallen wir nämlich darunter? Kommen tiefere Level? Zur Korrektur in Frage. Das heißt, hier dieses kleine Ausbruchslevel hier unten drunter, als sich dieser untergeordnete Trend hier nach oben fortgesetzt hat. Da haben wir die 1,95 knapp 2, die Marke hier. Und dann hier unten drunter dieses Swing Low, dieser Bereich hier, wir sehen es, der wurde immer mal angetestet und hat immer wieder die Kurse schön nach oben laufen sehen. Das heißt, hier haben wir die 1,9345 als Anlauflevel im britischen Pfund, Austral auf der Unterseite als nächstes dann. Und hier auch wieder der Blick schön rein. Ich gehe jetzt nochmal kurz für die Händler, die gerne die vier Stunden auch nutzen. Das Bild ist das gleiche. Wir sehen momentan hier entsprechend den Abprall von oben. Und diejenigen, die den Abprall traden wollen, die sollten halt eher in die kleineren Zeiteinheiten schauen, weil bis man wartet, bis in der Stunde hier oder in vier Stunden ein Abwärtstrend da ist, da ist halt häufig schon viel weg, gerade wenn man die kleinen Gegenbewegungen traden möchte. Das heißt, wir gucken uns das Ganze jetzt mal hier sogar noch in der Stunde an. Und da sehen wir hier in der Stunde, nämlich eine schöne Sache, Umkehrsignal, hier oben drinnen und hier sehen wir die Bestätigung der Umkehr. Ja, also das heißt, wenn man so ein Umkehrsignal hat, wartet man einfach die Bestätigung ab und dann pfeift das Ganze nach unten. Und das ist der Grund, weshalb wir uns jetzt mal die Stunde anschauen. Hier oben die Umkehr kam. Und wenn so eine Umkehr kommt, dann sieht man es halt oben raus. Das hier war der Trend nach oben. Dieser Trend nach oben ist hier an dieser Stelle rausgenommen worden. Zack, hier weg. Also der ist schon durch sozusagen. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was passiert. Dynamik nach unten, jetzt eine Umkehr. Also das Optimalbild wäre sozusagen, dass man das nimmt hier. Das war der Schub nach unten. Jetzt gibt es die Gegenbewegung. Und wenn wir dann wieder rumdrehen, das wäre dann die Bestätigung der Seite nach unten. Und damit hätten wir dann den Weg in. Die tieferen Richtungen auch frei. Da sehen wir, wie schön die Dynamik herkommt. Und das ist das, was wir dann entsprechend brauchen. Gut durch die hohen Volatilitäten sind natürlich die Kerzengröße, aber wie schon gesagt, wenn wir uns die Stunde jetzt hier auch mal anschauen, auch im Trendverlauf, da wird es halt sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert hier nach unten hin. Und wie schon gesagt, auch in der Stunde haben wir schöne Anlauflevel. Wie schon gesagt, die unteren Level aus dem Tageschart, die hatte ich ja schon angesprochen, beispielsweise hier dieser Drehbereich um die 1,95. Interessant. Interessant ist es natürlich auch, was hier unten passiert. Also, hier, als der Markt hier dieses also hier ist ja ein kleiner Trend nach unten gewesen. Hier die 1,96, knapp 4. Das war der Schub. Hier kam richtig Dynamik nach oben rauf. Hier wird es dann interessant, ob ein Testbereich kommt. Also, es bleibt jetzt wirklich spannend, ob wir hier nur im Sinne dieser Aufwärtsdynamik eine kleine, sage ich mal, feine Korrektur gesehen haben und wir dann direkt wieder hochschieben. Das wäre dann interessant für die kurzfristigen Händler, die sich sagen wollen: Nee, ich möchte nicht die Korrektur handeln, sondern ich nehme mir einfach mal die Bewegung der Stunde. Das ist der letzte Schub hier nach oben hin und wenn da eine Umkehr kommt, dann gehe ich hier entsprechend in Richtung dieses Trends mit rein und da gucken wir dann entsprechend auch wieder in die fünf Minuten rein. Das wäre dann nämlich tatsächlich die Tatsache, wenn hier die Abwärtsdynamik rausgeht und sich hier sozusagen, ich skizziere es mal ganz kurz, ein Aufwärtstrend bildet. Das heißt hier, wenn wir jetzt hier noch mal kurz drunter laufen, okay, dann haben wir ein Zwischenhoch. Ansonsten sieht das Ganze dann visuell so aus. Man kann das Ganze ja visuell kennzeichnen, dass wir hier wieder einen Aufwärtstrend bekommen in den fünf Minuten. Und das wäre mal dann schön die Umkehr auf der Stundenbasis. Das heißt, dann laufen die fünf Minuten wieder in Richtung des Trends in der Stunde. Der läuft ja momentan hier nach oben, der kleinste Trend, den wir dort gesehen haben. Und das wäre dann das hier, noch einmal ein Stückchen von Richtung Trend hoch zu traden. Also, bezogen auf diesen Trend, den wir hier momentan schön am Laufen auch mit haben. Ja, das ist das, was wir hier im britischen Pfund-Australdollar sehen. Wie schon gesagt, der Blick in die größere Zeinheit auf den Tageschart entsprechend stehen wir tatsächlich jetzt sehr, sehr weit dran und hier kommt es auch wirklich drauf an, was passiert hier in Zukunft. Schiebt es oben drüber, ist viel Potenzial da, kommt der Abprall nach unten, das werden wir sehen. Wie schon gesagt, es ist momentan hohe Schwankungsbreite da, aber Entscheidungsmöglichkeiten, die gibt es an dieser Stelle auf alle Fälle immer, immer wieder hier im britischen Fund Austral. -Dollar. Und dann bleiben wir mal noch beim britischen Fund. Und zwar schauen wir auf den massiven Bullenschub im Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Hier sehen wir das Ganze. Ich blicke mal hier auch zuerst zusammen auf den Tageschart drauf. Da sehen wir hier, was los ist. Und zwar beziehe ich mich jetzt mal auf diesen letzten Abwärtstrend hier an dieser Stelle. Und hier sehen wir es. Was die Bullen hier in den letzten zwei Tagen angestellt haben, das war schon enorm. Schaut euch das Ganze hier an dieser Stelle mal an. Wir sind aus dieser Korrektur unten rausgekommen. Da hatten wir das Tief über den Daumen bei 0,834. Und jetzt stehen wir hier bei 0,85,5. Das ist einfach irre, was hier passiert. Zwischendrin ist dieser Aufwärtstrend rausgenommen worden. Wir stehen jetzt hier direkt unter diesem kleinen Zwischenlow oder direkt dran. Und hier wird es natürlich sehr, sehr spannend zu sehen: gibt es einen Abprall oder schiebt es den Markt oben drüber? Weil diese, die sag ich mal, diese Schwelle, wo wir hier im euro-britischen Fund jetzt stehen, das ist der letzte. Sichtbare Bewegungshaken, den hier in der Abwärtsdynamik der Markt hinterlassen hat. Und wenn dieses Level auch nach wegfliegt, dann ist der Weg nach oben hin frei, also hier oben in diesen Bereich rein, um die Marke von 1, naja, knapp 86 ist der Weg dann offen. Da ist viel, viel Potenzial zur Oberseite auch mit da. Das heißt an dieser Stelle, der britische Fund ist halt sehr, sehr schwach. Das heißt, das sieht man halt, für einen Euro bekommt man halt immer mehr Pfund gegeben. Und diese Schwäche, wenn diese Übertreibung entsprechend nach oben auch weitergeht, wer weiß ob es eine ist, aber es ist schon extrem dynamisch nach oben, dann haben wir den Weg halt frei und dann fliegt der Markt halt einfach weiter. Wie schon gesagt, nächstes Anlauflevel wären dann hier oben, dieses hoch um die knapp 0,86. Aber Entscheidungspunkt ist erstmal das Level, wo wir jetzt hier stehen. Und das gucken wir uns mal im Kleinen noch ganz kurz an. Hier zoome ich es mal eben zusammen. Mal gucken wir mal, ob wir hinterkommen. Hier dieser Bereich. Wenn wir hier oben drüber gehen, setzt sich halt dieser schöne Aufwärtstrend nach oben fort. Gibt es einen Abprall, müssen wir ein bisschen nach unten schauen. Das machen wir jetzt gleich mal zusammen. Wo hier Level wären? Das heißt, wir sehen es auch hier schön flach am Laufen. Aber nichtsdestotrotz, wenn hier wie schon gesagt ein Abprall kommt, der erste Anlaufpunkt, den wir hier auf der Unterseite haben, wäre mal hier unten knapp dieses Level um die 1,852 in etwa hier dieser Schwungbereich. Und wenn es den rausnimmt, dann wird halt dieser Aufwärtstrend hier, den wir hier in Grün gestrichelt gekennzeichnet haben, haben, der wird dann erstmal rausgenommen. Das ist dann korrektive Phase. Und wie schon gesagt, wenn wir uns dann auf die, sage ich mal, Swinglos dieses Aufwärtsschubes beziehen können, dann können wir hier unten sehen diesen Bereich um die knapp 1,843, 84,4 hier in diesem Bereich. Dann haben wir hier noch dieses alte Bruchlevel hier. Da muss ich mal kurz kleiner zoomen. Schaut mal hier, hatten wir ja nach dem Ausbruch über diese abfallende Trendlinie, das letzte Trendhoch hier rausgenommen, das wäre durchaus ein Schwungbereich, wo der Markt Luft holen könnte oder bis wohin. Das wäre der Bereich um die 0,8416. Also das sind schon sehr, sehr weite Strecken, aber bei dieser starken Volatilität, die wir momentan haben, ist sowas auch nicht ausgeschlossen. Deswegen ja, sehen wir diese Marke halt auch so weit, weit weg, weil die Dynamik so massiv stark nach oben gelaufen ist. Also das ist das, was wir hier an dieser Stelle im Währungspaar euro-britischer fund auch mit sehen und damit hätten wir die drei handelsideen für den heutigen tag auch durchgesprochen und wir machen jetzt hier sozusagen gleich weiter mit dem nächsten teil und zwar entsprechend dem blick in die indizes ich mache auch ein zweites video dafür das heißt, wer mag und nur dieses Video später nochmal anschauen möchte oder jetzt keine Zeit hat, weil er auf Arbeit muss, das Video stelle ich separat in unseren YouTube-Kanal. Wenn es gewünscht ist, übrigens lade ich es auch gerne nochmal auf Facebook hoch. Das heißt, da einfach kurz einen Hinweis in den Chat und dann mache ich das selbstverständlich hier auch sehr, sehr gerne.